meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Saal und zu Hause an den Fernsehgeräten. 5 Tierpaare, 3 genügen uns. Und Sie sollen nur sagen, gar nicht mal, wie sie heißen. Ja. Ich spreche ganz langsam, ich merke. Ich verstehe. Sie verstehen mich. Ja. Ich will das ausnutzen, dass ich ein bisschen so nah Ihnen das langsam sage. Aus welchem Kontinent, also Amerika oder Asien oder Australien oder Europa, die Tiere kommen? Verstanden? Ja. Bitte, dann schauen wir sie uns doch mal an. Der hat sich extra hier noch mal die Hörner lackieren lassen. Du, hä? Du bist doch mein Süßer. Aus Peru, Lama. Moment. Aus Peru. Also Amerika. Ja, Südamerika. Ja, als Kontinent gehört es zusammen. Amerika. Jetzt kommt der große Moment, auf den alle hoffen. Man sagte, dass die spucken. Und jetzt möchte ich vielen Millionen Zuschauern eine Freude machen. Ich hoffe, sie spuckt. Du, mein Schätzchen. Ja. Machst du nicht. Hat die Sendung noch nie gesehen. Aber hübsch sind sie, ne? Wann spucken die denn? Wenn sie gereizt werden. Na, aber hast du ja noch nie zugeguckt, ne? Aber selten, ne? Es geht. Soll ich doch vielleicht lang. So, also eins haben wir ja schon. Ja. Jetzt brauchen wir noch zwei. Ja. Wie viel Höcker ist egal. Gehört zur Familie der Kamele, sieht man ja. Ja. Nicht? Asien. Trampeltier heißt es. Asien. Ja, Asien. Kommt ihr aus Asien? Nein, aus Braunschweig kommen die. Ihr seid ja süße. Jo. Hübsch sind sie. Sind die da im Zoo? Nein, wir haben eine Filmtierschule. Filmtierschule? Ihr müsst auch filmen. Kollegen seid ihr ja. Siehst du, die kam mir gleich so bekannt vor. Filmtierschule, schaut ganz erstaunt rein. Schöne Augen, schön, nicht? Asien haben wir ja schon. Jetzt geht's weiter. Wir haben noch mehr. Wir haben da auch noch hier so ein paar Meerkatzen. Das sind Affen. Aus Afrika? Stimmt's? Aus Afrika. Aus Afrika. Aus Afrika. Du, sag mal, du kannst doch hier nicht schlafen. Wir sind nicht im Büro, wir sind bei der Sendung. Zu fassen. Dankeschön. 3 ist schon richtig. Drei sind richtig. Ja, wunderbar. Und nun, meine Damen und Herren, zwischen den Runden wie immer ein wenig Unterhaltung. Mehr als Unterhaltung. Schwarzes Theater. Vielleicht haben Sie mal etwas davon gehört. Von schwarzem Theater. Das ist nicht politisch zu verstehen. Es gibt natürlich auch schwarzes Theater. Oder rotes, wenn Sie wollen. Blaues auch, aber die meisten Schauspieler trinken heute nicht mehr so viel. Und das Erstaunliche für mich an diesem schwarzen Theater ist, dass das genauso gut aufgenommen wird wie Theater, wenn es auch so selten ist. In Paris hat diese Gruppe von Philippe Gentil wochenlang vor einem ausverkauften großen Haus Theater gespielt, in dieser Form, die man schwarzes Theater nennt. Und ich weiß, es macht Ihnen jetzt allen eine große Freude, Sie werden sich amüsieren. Und besonders die Kinder werden mir, glaube ich, dankbar sein für diesen herrlichen komödiantischen Spaß, den Sie jetzt sehen werden von Philippe Gentil und seiner Gruppe. Viel Vergnügen. Darf ich bitten? Thank you.
You know you make me wanna shout. Look, my hands jump up. Look, my heart bubble. Throw my head back. Shout, 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 shout. Shout, 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 shout. Shout, 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 shout. Shout. Well, I feel. Trinken wir auf das Wohl aller schönen Frauen. Und vergessen Sie nicht, dass Frauen, Musik und Wein angenehmer sind als Blut, Tränen und Kanonenkugeln. Auch der Mächtige bedarf der Hilfe. Diese Erkenntnis wollen wir uns alle zu eigen machen. Vergessen Sie nicht, Majestät, dass vereint auch die Schwachen stark sind. Und denken Sie daran, Majestät, dass die Großen die Geschicke der kleinen Staaten mitbestimmen. Exzellenzen, machen wir mal die Probe aufs Exempel. Vereinigen Sie sich. Seien Sie stark. Heben Sie mal den Tisch hoch. Heben Sie die Tafel auf. Meine Herren, gemeinsam sind wir stark. Trinken Sie nicht so, trinken Sie besser als ich. Na, dann heben Sie doch mal. Höher kann ich nicht. Ich bin ganz oben, das ist unmöglich. Also. Das ist ja sagenhaft. Die Hitze und die schlechte Luft, mir schwimmt es vor den Augen. Nun, wenn er lieber im Freien Trompete spielt, dem Manne kann geholfen werden, ne? Majestät? Ah, ja? Die Prinzen und Prinzessinnen möchten Ihnen gute Nacht sagen. Also, herein mit dem jungen Volk! Ihr werdet ihn wunderbar. Das sind alles ihre Kinder. Aber nein, mein Herr, natürlich nicht. Das sind nur die Ehelichen. August der Starke hat seine Residenz in seinem Geburtsort erbaut. Wie heißt der Ort? Dresden. Dresden. Er war Kurfürst von Sachsen und außerdem war auch noch König von Polen. Ja. Welcher absolutistische Herrscher Frankreichs war das Vorbild August des Starken? Was Lebensstil, Baustil, Freude? Ludwig der 14. Ludwig der 14. Mehr kann man nicht wissen. Jetzt, wenn die können auch noch wieder gleich ziehen. Dann sehen wir lecker aus. Bitte nehmen Sie das.